Kommen wir zur Schlussfolgerung. Wie gut sind wir, wie schlecht sind wir? Es gibt verschiedene Studien, die vergleichen die Aussagekraft von normalem konventionellen Ultraschall zum kontrastverstärkten Sonografie. Und in allen diesen Studien konnte man einen Zugewinn sehen. Dementsprechend wird es bei onkologischen Fragestellungen bei uns regelmäßig angewandt. Auch hier müssen wir uns natürlich fragen, wie gut sind wir im Vergleich zum CT, zum MRT. Auch hier können wir sagen, der kontrastverstärkte Sonografie im Vergleich in dieser Spalte zum CT zeigt in der Statistik keinen signifikanten Unterschied in der Detektion von Lebermetastasen. Also mit anderen Worten, wir können beide Methoden gut einsetzen. Wir wissen, dass herkömmliche Ultraschallverfahren eine gewisse Schwachstelle haben. Die Schwachstelle besteht im Kontrast zwischen Leberparenchym und Malignom. Wenn dieser Kontrast nicht ausgeprägt ist, können wir diese leicht in der konventionellen Babysonographie unterscheiden. Wir wissen aber auch, dass aufgrund verschiedener Studien sich die Kontrastsonographie hervorragend eingebracht hat und diese Läsion schnell und zuverlässig detektieren und klassifizieren kann. Wie gut sind wir? Im Vergleich zum kontrastverstärkten Sonographie ist fast auf dem gleichen diagnostischen Niveau wie das kontrastverstärkte MRT und sogar teilweise in manchen Studien besser als das kontrastverstärkte CT, unter der Prämisse, dass wir die Läsion natürlich gut im B-Bild halten können und wir auch die gesamte Leber untersuchen können. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.